Herzlich willkommen hier bei uns in der Veltins Arena zu unserem Pressegespräch vor unserem kommenden Heimspiel am Samstag gegen Werder Bremen. Als Gesprächspartner wie immer hier auf dem Podium unser Cheftrainer Felix Magath. Damit eröffne ich auch gleichzeitig die Fragerunde und bitte um Ihre Fragen. Jens Greinke. Herr Magath, der Verein hat heute zwei neue Profis bekannt gegeben, die Verträge unterschrieben haben. Wann können Sie denn auch Abgänge bekannt geben? Keine Ahnung. Ich lasse mich da überraschen, was in den Zeitungen steht. Ich habe im Moment keine vor, bekannt zu geben. Uwe Dietz. Herr Magath, soeben ist bekannt geworden, dass sich der VfL Bochum wohl von seinem Trainer Heiko Herrlich getrennt hat oder trennen wird. Das habe ich auch schon gehört. Was glauben Sie, wie wird das den Meisterschaftskampf beeinflussen? Also es ist ja immer so, ich weiß nicht, ob es jetzt den Meisterschaftskampf beeinflusst. Anscheinend war man in Bochum der Meinung, nachdem man vor ein paar Monaten noch anderer Meinung war, dass es wohl ein anderer Trainer sein müsste. Warum, wieso, weiß ich nicht, da kenne ich die Geschehnisse in Bochum nicht gut genug. Für mich war Heiko Herrlich ein sehr guter Trainer und ich bedauere das, dass so ein junger Trainer nur so kurz die Gelegenheit bekommen hat und so wenig Unterstützung hatte bei seiner Arbeit. Aber solche Aktionen werden dann von Cluboberen halt meistens gemacht, wenn sie glauben, dass es so nicht mehr weitergeht. Und von daher verspricht man sich in Bochum anscheinend etwas, dass man das vor dem Bayern-Spiel jetzt noch gemacht hat. Insofern, ich weiß es nicht, ob es jetzt das Spiel bei Bayern München beeinflusst. Unser Spiel jedenfalls am Samstag hier gegen Bremen beeinflusst es in keinster Weise. Heiko Buschmann. Herr Magath, Bayern München hat das Finale der Champions League erreicht. Läuft alles nach Ihrem Plan? Ja, darüber freue ich mich sehr, weil es auch für den FC Schalke ja gut ist, dass der FC Bayern die Champions League erreicht hat. Da freue ich mich also nicht ganz so, wie ich mich darüber freue, dass der FC Schalke nächste Saison in der Champions League spielen wird, mit dem FC Bayern zusammen. Und deswegen ist auch dieser Erfolg für mich, oder ich ordne ihn genauso ein, wie ich eben die Spiele vorher eingeordnet habe. Es war immer meine Aussage, dass die Champions League, und da ist ja der FC Bayern jetzt noch drin, auch natürlich für die Spiele Konzentration und Aufmerksamkeit und zusätzliche Belastung bedeutet. Von daher habe ich weiterhin die Hoffnung, dass der FC Bayern München die letzten beiden Spiele nicht so leicht gewinnt und trotzdem, interessiert es mich nur am Rande. Ja, wir haben mit dem zweiten Tabellenplatz nach 32 Bundesligaspielen. Ich glaube, so früh hatte der FC Schalke sich noch nie qualifiziert für die Champions League. Wie diesmal haben wir für den Club etwas erreicht, was man sich gar nicht vorstellen konnte vorher. Und von daher haben wir eine Bombensaison gemacht, egal wie das jetzt weiter ausgeht. Deswegen brauchen Sie auch nicht weiter fragen, ob irgendwie eine Meisterschaftsfeier anberaumt ist, sondern wir werden auf alle Fälle mit unseren Fans nach der Saison, und zwar am Sonntag nach dem letzten Bundesligaspieltag, zusammen feiern. Wie gesagt, völlig egal, wie die letzten beiden Spiele gespielt werden, wie die ausgehen. Kerstin Hermes. Wie erleben Sie momentan denn die Euphorie im Umfeld? Hätten Sie gedacht, dass es jetzt
aufgrund dessen, dass Schalke noch gute Chancen hat auf die Meisterschaft, so ruhig bleibt? Also mein Eindruck ist, dass die Fans doch fast ein bisschen zurückhaltend momentan reagieren. Ja gut, also ich wie gesagt, beschäftige mich nie jeden Tag mit jetzt dem Umfeld und mit einer Euphorie oder fehlenden Euphorie im Umfeld, sondern ich stelle auch keine Euphorie fest, sondern ich glaube eben auch, dass das größtenteils von allen so empfunden wird, wie es mir geht, dass wir Großartiges geleistet haben und dass wir, wie gesagt, egal was jetzt noch kommt, ja, eine Bombensaison hingelegt haben. Ich glaube, so empfinden das auch die Fans und die Fans haben vielleicht dann nicht so viel Hoffnung, dass der FC Bayern noch strauchelt wie ich.